Eine faustdicke Überraschung in der ersten Rugby-Bundesliga. Der AK03 gewinnt das Traditionsderby gegen den Berliner Rugby-Club auswärts mit 20:17 und kann sich damit über den bereits zweiten Sieg im zweiten Spiel dieser noch jungen Saison freuen. Für die junge Mannschaft des BRC war es eine vermeidbare Niederlage vor heimischer Kulisse. Ach, überwältigt. Ja. Ich bin noch ein bisschen angeballert, aber ich hätte es nicht gedacht. Da kann man sich vorbereiten, wie man will. Da gibt man alles, da ist Feuer drin. Und das haben wir heute, glaube ich, hier auf den Platz gelegt und gezeigt. Wir haben uns ein bisschen enttäuscht natürlich. Es ist Lokalderby, da sind viele Emotionen immer bei. Wir finden schon, dass wir besser gespielt haben, aber auch viele Fehler gemacht haben, an denen wir arbeiten müssen. Die rund 600 Zuschauer bekamen am Samstag ein umkämpftes Derby zu sehen. Die Männer vom BRC wollten nach der Auftaktpleite gegen den SC Germania List heute natürlich den ersten Saisonsieg einfahren, um an die extrem erfolgreiche Spielzeit des letzten Jahres anzuknüpfen. Nach knapp 20 Minuten gab es dann auch die ersten zählbaren Ergebnisse auf dem Platz zu sehen. Der Bundesliga-Debütant Chris Omeh vom BRC hatte einen starken Lauf, ließ dabei mehrere Gegner stehen und spielte im genau richtigen Moment einen Offload auf Levi Störzinger. Der ließ sich die Chance nicht entgehen und brachte den Ball nach der starken Vorarbeit des jungen Nationalspielers auf das Mahlfeld. RK03 ließ sich davon aber nicht aus der Bahn werfen und glich nur 5 Minuten später wieder aus. In der 29. Minute gab es dann die erste gelbe Karte des Spiels für die Gäste. Die folgende Überzahl nutzten die Gastgeber geschickt aus und Philipp Gleitze, der Bruder des heute verletzungsbedingt ausfallenden Anton Gleitze, erzielte einen Versuch mit anschließender Erhöhung. Der BHC blieb aber auch weiterhin am Drücker und 3 Minuten vor der Halbzeitpause gab es einen weiteren Durchbruch in der Verteidigung von RK03. Dieses Mal war es Leo Zeller, der durchstartete und 5 Zähler für die Gastgeber einführte. Kurz vor dem Halbzeitpfiff gab es dann noch einen Straftritt für die Gäste, den Maxi Kaiser aus gut 40 Metern über die Stangen nagelte. Halbzeitstand 17:8. Ja, ganz am Anfang zuerst war es ein ziemliches Armdrücken und dann irgendwie haben wir so die Oberhand gewinnen können. Haben so gespielt, wie wir spielen wollen, schnell, Offloads, das ist so ein überfallartiges Spiel, das ist eigentlich, wie wir sonst auch gewinnen. Zum Anfang des Spiels war es sehr ausgeglichen, glaube ich. Beide Mannschaften hatten ihre Vorteile und hatten ihre Angriffsmöglichkeiten gehabt und der BRC hat es zum Anfang cleverer ausgenutzt als wir. Beim RK03 hieß es nun richtig Gas geben. Auch letztes Wochenende hatte man zu Hause bereits mit 9 Zählern zurückgelegen und das Spiel dann doch noch gedreht. Dass die Karten beim Schiedsrichter heute etwas lockerer saßen, spielte den Gästen dabei etwas zu, denn in der zweiten Hälfte traf es dann vor allem den BRC. Die 2-Mann-Überzahl nach gut 60 Minuten nutzte RK03 und erzielte einen Versuch und Erhöhung. Der Rückstand war also auf 2 Punkte geschmolzen und die Schlussphase wurde nochmal richtig heiß. 5 Minuten vor Schluss krönte sich Florian Danicke mit seinem bereits 2. Versuch des Tages zum Man of the Match und entschied das Berliner Lokalderby für die Gäste. Der BRC versuchte natürlich mit aller Kraft noch einmal zu punkten. RK03 spielte die letzten Minuten aber clever herunter. Für den BRC eine bittere Niederlage auf eigenem Platz, für RK03 ein absolut gelungener Saisonstart nach dem ersten Heimsieg am vergangenen Wochenende. Unseren Gameplan durchgespielt, unsere Vorteile, ein bisschen das Glück auch auf unserer Seite gehabt und haben dann wirklich geschafft, dann den BRC zu 0 Punkten kommen zu lassen in der zweiten Halbzeit und wir haben unsere Versuche gemacht und haben dann am Ende, bin ich der Meinung, klar verdient gewonnen. Ja, also erstmal, das ist Kopfsache, nicht? Wir haben uns zu sehr darauf aufgeruht, auf dem Vorsprung und dachten, wir haben das jetzt in der Tasche. Und so kann man kein Spiel gewinnen. Also wir haben dann wahnsinnig viele Fehler gemacht, wir haben ganz viele Straftritte bekommen. Die Männer von RK03 können sich nun bis zum Rückspiel über den inoffiziellen Titel Kings of Berlin freuen. Am 14. März gibt es dann das erneute Aufeinandertreffen bei den Derby-Siegern in der Buschallee. Ein Tag, den sich alle Rugby-Fans im Kalender rot markieren sollten.